Ho, ho, ho. Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich bin Kit aus der Dreibar. Wir sind in der Theaterstraße 3. Wir hatten damals 3 Konzepte, die wir gefahren sind. Und heute bringen wir euch eins der Konzepte etwas näher. Und zwar bereiten wir einen wundervollen Glühwein für euch, bestehend aus Apfelsaft, einem wundervollen Grapefruitsaft, etwas Ingwerbier, um es ein bisschen frischer zu machen, und noch ein paar winterlichen Kräutern. Wir starten im Endeffekt erstmal mit dem Abmessen. Das heißt, wir brauchen 1 Liter Grapefruitsaft. Den brauchen wir zum Glück nicht abzumessen. Einen halben Liter Apfelsaft. Und einen halben Liter Ingwerbier. Hier haben wir quasi schon unsere Basis und die fangen wir jetzt an zu erhitzen auf in etwa 70 Grad. Heißer sollte man es nicht machen, da sonst viel verloren geht. Und jetzt können wir unsere schönen Botanicals, wie man so schön sagt, schon mal vorbereiten. Wir brauchen Orangenzesten, am besten Bio-Orangen, wenn ihr sie finden könnt. Und wenn ihr keine Bio-Orangen findet, dann die Orangen, die ihr habt, einfach heiß abwaschen, weil die meistens gewachsen sind tatsächlich. Wir nehmen die Zesten, also die Schalen von einer kompletten Orange. Dafür reicht ein völlig normaler Sparschäler aus. Und den Rest benutzen wir später als Garnitur. Was darf im Glühwein nicht fehlen? Zimt natürlich, also 2 Ceylon-Zimt ist das, glaube ich. Einfach mit rein. Etwa 4-mal Sternanis. Wer es mag, ist immer Geschmackssache tatsächlich, ähnlich wie beim Koriander, Kardamom. Ich finde es sehr würzig im Glühwein nachher, ist aber eine Geschmacksfrage. Also wer es ein bisschen, wir sagen immer sexy haben möchte, ruhig 1-2 aufgebrochene Kardamomkapseln mit rein, damit das Ganze noch etwas Schuss bekommt. Diese einfach mit einem Messer aufbrechen. Und mit in den Topf rein. Last but not least, um das Ganze zu harmonisieren und rund zu machen, relativ simpel, Vanille. Ich glaube, wir haben inzwischen genug und oft genug gesehen, wie man Vanille ordentlich entkernt, in der Mitte einmal durchschneiden und das Mark rauskratzen. Am besten mit dem Messer rücken, damit das Messer nicht stumpf wird. Mag gerne mit rein. Jetzt brauchen wir nur noch die Magie des Schnitts und wir sind in 20 Minuten oder 15 Minuten wieder für euch da, bis das Ganze Temperatur angenommen hat, die Kohlensäure aus dem Gingerbeer raus ist und damit ist unser Glühwein quasi auch schon fertig. So, durch die Magie des Schnitts bin ich wieder da mit einer Konstruktion, die wir Corona geschuldet aufbauen müssen. Tatsächlich haben wir jetzt Grapefruitsaft und Apfelsaft genommen für unsere Basis für den Glühwein. Ihr könnt zu Hause tatsächlich alles nehmen, was ihr an Säften da habt. Ich würde euch nur empfehlen, Apfelsaft als Basis und Zimt immer mit rein, einfach weil es winterlich harmonisch ist, ne? Brat, Apfel und dann könnt ihr euch austoben, auch mit Gewürzen, Nelken, Zimt, Orangen, Limetten, Zitronen, was gibt es noch,
Salz, habe ich mal gehört. Ein Glühwein auf Salzbasis. Interessant. Nicht meins. Wichtig ist beim Erhitzen, wir haben jetzt absichtlich den Gin nicht mit reingenommen. Liegt daran, dass diese Herdplatten nicht immer genau auf die Temperatur achten können. Ist auch relativ simpel eigentlich. Und deswegen haben wir den Gin außen vor gelassen. Ihr dürft beim Erhitzen des Saftes so hoch gehen, wie ihr möchtet. Nicht zu hoch, sonst verdampft euch zu viel. Ihr wollt erstmal nur die Kohlensäure rauskriegen. Aber wenn ihr über 70 Grad kommt, 70 bis 75, verdampft euch der Alkohol im Gin. Und das wollen wir nicht. Deswegen machen wir den nachträglich rein. Falls ihr aber einen Glühweinkocher haben solltet, dann Vollgas. Einfach alles rein und dann wird das Ding super. Wir sind hier soweit auch fertig und schöpfen ab. Und ich hoffe, das gelingt mir unfallfrei. Ich habe ein bisschen Angst. Deswegen machen wir es mal lieber so. Ein bisschen Schwund ist immer völlig normal. Das war zu viel Schwund. Haben wir vielleicht ein Tuch da? Boah, die Magie des Teams. Was natürlich wesentlich klüger wäre, ist mir gerade aufgefallen, ja, wenn man die großen Stücke, vielen Dank, schon mal rausholt, damit sie nicht in das Sieb reinkommen. Das letzte Zimtstängchen noch raus. So. Na, nachdem wir die großen Stücke rausgenommen haben, umschütten. Und jetzt übertragen wir es in die Karaffe. Den Rest machen wir gleich, denn jetzt bereiten wir erstmal unseren Glühgin vor. Aus Garnitur gerne noch ein Stängchen Zimt. Eine Scheibe Orange. Am besten auf einem Brett zu Hause schneiden und nicht in der Hand wie ich. Nee, wir machen tatsächlich zuerst den Gin rein. Kleiner Schluck. Je nach Geschmack. Als Gin nehmen wir hier heute den Duke Rath. Ein bayerischer Gin tatsächlich mit einer gewissen Hopfennote, die den Gin nochmal ein bisschen unterstützt. Ist ein sehr solides Gerät. Als erstes rein, damit der Zimt nochmal ein bisschen was aufnehmen kann. Die Orange machen wir gleich rein. Gießen das Ganze auf. Nehmen uns die Orange. Ein Scheibchen. Gerne noch mit rein. Und damit ist unser Glühgin eigentlich auch schon fertig.